Hallo Freunde des gepflegten Bodybuildings, heute kommen wir zu der idealen Aufwärmroutine für das Beintraining. Zunächst einmal ist das Ganze ein Strebervideo. Für wen ist es? Das ist im Prinzip für alle, die heile Beine behalten wollen, aber nicht nur verletzungsbedingt, sondern auch einen maximalen Pump in den Beinen haben möchten und maximal etwas rausholen wollen aus ihrem Beintraining. Das heißt, wer von euch wirklich Muskeln aufbauen will, der ist auch daran interessiert, das zu machen. Die ganze Theorie eines richtig guten Aufwärmtrainings ist es nämlich nicht einfach nur für alte Leute, die Gelenke aufzuwärmen und junge Leute brauchen das nicht. Nein, es geht darum, dass ihr euch besser in den Muskel einfühlt. Das heißt, ich rede hier nicht vom allgemeinen Aufwärmen. Wenn ihr vorher laufen wollt, am Fahrrad fahren wollt, dieses ganze Cardio aufwärmen, macht das ruhig oder lasst es auch. Wichtig ist das spezifische Aufwärmen. Und da geht es nicht nur um Verletzungen. Ich würde sogar sagen, das ist Platz 2 oder 3. Sondern es geht vor allem darum, dass ihr euch von Anfang an in den Muskel einfühlt. Habt ihr schon mal gemerkt, dass ihr eventuell bei einem Training erst in der zweiten Übung so richtig im Muskel drin seid und den spürt, einen tollen Pump entwickelt, in der ersten noch nicht? Zum Beispiel beim Bankdrücken. Ihr macht erst die Königsdisziplin, aber in der zweiten Übung denkt ihr, boah, der Pump sieht einfach jetzt viel besser aus. Da habe ich meinen Höhepunkt. Das liegt daran, dass dann die Brust so richtig warm ist und da ordentlich Blut drin ist. Und genau das wollen wir. Wir wollen erst das Training starten, wenn wir einen Pump haben. Und gerade bei den Beinen ist das besonders wichtig. Warum? Der Pump sorgt dafür, dass eure Kniescheibe und die Patellasehne geschützt werden. Denn ihr habt vorne diesen Quadrizeps und wenn der sich aufpumpt, stützt er das Ganze richtig gut. Habt ihr schon mal kalt Kniebeugen gemacht mit schwerem Gewicht oder Ausfallschritte und seid tief runter? Spätestens wenn ihr über 30 Jahre alt seid, dann wisst ihr, was dann passiert. Aber das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, nicht nur Verletzungen, sondern auch idealen Pump und wir fühlen den Muskel. Wenn ich irgendwelche Übungen mache wie Ausfallschritte, dann spüre ich das am Anfang fast nur in den Knien, wenn ich kalt starte. Sollte ich aber schon einen Pump haben im Quadrizeps und im Beinbizeps, ui, dann spüre ich so richtig. Dann hole ich das Maximale aus der Übung raus, dann kommen die Adern richtig raus nach nur ein, zwei Sätzen und dann macht die Übung richtig Spaß und bringt auch was. Und jetzt zeige ich euch die optimale Routine für ein Beintraining zum Aufwärmen. Und das ist gar nicht so kompliziert. Das heißt, das wird ein kurzes Video und ich muss euch gar nicht so viel zeigen. Ihr stellt bei den beiden Isolationsübungen für den vorderen Teil und den hinteren Teil, fangen wir an mit Beinstrecken, alles so ein, wie ihr es braucht für euch und stellt ein Gewicht ein, mit dem ihr gute 20 Wiederholungen schafft. Gerne aber, dass ihr gar nicht so viel mehr könnt. Also wir lassen hier höchstens, ein Unwort, das ich ja sonst nicht gerne benutze im Training, 1 bis 2 Reps in Reserve. Heißt, für manch einen da draußen, vor allem Fitness-YouTuber, ist das schon ein vollständiger Working-Set. Schön langsam das Ganze und kontrolliert von Anfang an. Wir wollen nicht schwingen. Oben, stoppen, runter, stoppen, hoch, stoppen, runter, stoppen, hoch, stoppen, runter, stoppen. Gut fühlen den Muskel. Denn wir wollen ihn, denkt dran, aufpumpen. Wir wollen Blut reinkriegen. Wenn ihr davon einmal 20 Wiederholungen gemacht habt, dann spürt ihr das schon. Schön abwarten, aber gar nicht so lange, denn wir können direkt zur anderen Übung übergehen. Und im Prinzip ist es völlig egal, mit welcher Maschine ihr den Beinbizeps aufwärmt. Bei dem Quadrizeps Beinstrecken gibt es eigentlich nur die eine Variante, aber hierbei gibt es Dutzende von Varianten. Die im Liegen ist einfach praktisch, da muss ich es auch nicht einbeinig machen und damit genau das Gleiche. 20 Wiederholungen richtig gut aufpumpen, das Ganze langsam genug und nahe der Muskelerschöpfung gehen. So, solltet ihr das gemacht haben, wartet 2-3 Minuten. Ja, auch davon wollen wir uns erholen, denn denkt dran, wir waren nah an der Muskelerschöpfung. Und danach nochmal das Ganze. Und dann gehe ich meistens auch schon an die Erschöpfung ran. Das heißt, da gibt es keinen Reps in Reserve mehr. Ich nehme nochmal das gleiche Gewicht und diesmal mache ich wieder so um die 20 Wiederholungen. Teilweise schaffe ich auch nur 17. Aber ich gehe da eigentlich schon bis zum Schluss. Dennoch, ihr geht bis zum Schluss, aber ihr solltet mehr als 15 Wiederholungen machen. Gerne sogar mehr als 20. Aber auch nicht viel weiter darüber. Das bedeutet wirklich irgendwas zwischen 15 und 25, so dass ihr dann da richtig erschöpft rausgeht. 2 Sätze pro
Maschine pro Seite, gerne auch drei, wenn ihr wollt, aber auch nicht mehr als das. Und dann kommt ihr mit richtig dicken, aufgepumpten Beinen in euren ersten Trainingssatz. Aber jetzt geht es noch ein bisschen weiter, das muss ich auch noch erwähnen. Wenn ihr jetzt also mit der Grundübung anfängt, ich bin jetzt hier an der Pendel Squat, einfach eine tolle Maschine, dann solltet ihr nicht sofort jetzt mit dem maximalen Gewicht, also schon wirklich bis zum Ende gehen und 10, 12 Wiederholungen machen. Oder vielleicht, wenn ihr die umgekehrte Pyramide habt, 6 oder 8 Wiederholungen machen. Nee, hier müsst ihr euch noch an das Gewicht gewöhnen. Vorher habt ihr eine Isolationsübung gehabt, das heißt tendenziell dadurch schon mal weniger Gewicht. Und ihr habt 20 Wiederholungen gemacht, auch deswegen weniger Gewicht. Jetzt müsst ihr euch noch bei einer Grundübung wirklich daran gewöhnen und an das Gewicht rantasten. Rantasten bedeutet tatsächlich, ihr macht jetzt mehrere Aufwärmsätze. Ich würde sagen ungefähr 3 Stück. Nach Gefühl gerne gehen. Das heißt nicht unbedingt weniger, aber ihr könnt auch gerne 4, manche machen sogar 5 oder 6 machen. Fangt an mit ca. 60% des Gewichts, das euer Zielgewicht ist. Zielgewicht, sagen wir mal, ist es, dass ihr nur ungefähr 6 oder 8 Wiederholungen schafft. Bei den Beinen auch gerne mal 10 Wiederholungen. Da muss man nicht unbedingt so weit runtergehen. Wie auch immer ihr euer Training gestaltet, 60% von dem Gewicht. Heißt, wenn ihr bei der Pendel Squat, da macht man nicht ganz so viel, mit 60 Kilo den ersten Satz macht, dann sollt ihr dafür sorgen, dass ihr jetzt 35 bis 40 schon mal drauf tut. Und dann gerne immer 5 steigern. Ihr macht den ersten mit 35 Kilo, den zweiten mit 40, den dritten mit 45. Und dann, wenn ihr wirklich merkt, doch, jetzt seid ihr warm und dann habt euch schon ordentlich verausgabt dabei, dann geht ihr an den ersten Satz ran. Und so sieht ein richtiges Aufwärmtraining für die Beine aus. Dann sollte eigentlich nichts schief gehen. Natürlich müsst ihr immer die korrekte Technik noch beachten und solltet da nicht so viel Murks machen, aber ihr seid so ziemlich sicher. Dann braucht ihr auch kein Cardio-Aufwärmtraining und dergleichen. Macht nur das Spezifische und ihr seid warm. Wer jetzt mal sehen möchte, wie das optimale Aufwärmtraining für die Brust aussieht, denn das besteht aus 2 Komponenten und nicht nur einer, der schaut direkt hier weiter. Ansonsten, liked das Ganze, wenn es euch gefällt, abonniert den Kanal und ihr verpasst kein Video mehr. Schaut euch gerne mal die anderen Videos an und dann sehen wir uns bald schon. Also hier Brust richtig aufwärmen. Bis bald, euer Gotti.